to the Son and to the Holy Spirit. Wie mein Herr, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Wie mein Herr, so jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Wie am Anfang, so jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Let us acknowledge the presence of Jesus before us by giving Jesus a bow of adoration. Und bekennen wir die Gegenwart Jesu hier in unserer Mitte, indem wir jetzt eine tiefe Verneigung vor ihm machen. For those who have the possibility, I ask you to get out of the pews and place your head on the ground and remain like that for some time, personally adoring Jesus. For others, remain seated and adore the Lord. Denen, die es möglich ist, treten aus der Bank raus und mach eine tiefe Verneigung mit dem Kopf bis auf die Erde. Und wer in der Bank sitzen bleibt, macht das eben so, wie es ihm möglich ist. Und so verehren wir Jesus alle Zeit. Hallelujah. Hallelujah. Raising your hands. Hallelujah. 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 Waving your hands. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Jesus ist der Herr. Jesus is Lord. Jesus ist der Herr. Jesus is risen. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Alleluia. Alleluia. We are the people of the resurrection. Wir sind Menschen der Auferstehung. And today is the day of the Lord. Heute ist der Tag des Herrn. The day of the resurrection. Der Tag der Auferstehung. So let us raise our hands and if possible shout out Alleluias for 5 minutes without stopping. Come on, everybody. Also erheben unsere Hände und preisen den Herrn mit Halleluja ungefähr 5 Minuten ohne aufzuhören. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus, you are Lord, you are risen, you are our King. You are the one who gives us life. You are the words of eternal life. You are the bread of life. You are the Eucharist given for us so that we may live. This is the daily bread on which we have to feed ourselves. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. Hallelujah, hallelujah. Give us the gift of the Holy Spirit. Lord Jesus, along with you, we pray to the Father. We glorify the Father in you, through you, and with you. Amen. Praise the Lord. Preis den Herrn. So when I say praise the Lord, no need of a translation, you say praise the Lord, okay? Also wenn ich sage preis den Herrn, praise the Lord, dann braucht ihr keine Übersetzung, dann sagt ihr sofort preis den Herrn. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Very good. You can also say praise it in hand. Praise the Lord. Okay, when I say praise it in hand, you have to say praise the Lord, okay? Wenn ich sage preise den Herrn, dann müsst ihr sagen praise the Lord. Wonderful. Okay, so we are continuing with our meditation on the Lord's Prayer. Wir fahren fort in der Betrachtung des Vaterunsers.
It is not a theological discussion on our, on the Lord's Prayer. Es ist keine theologische Diskussion oder Erarbeitung des Vaterunsers. But it's an experiential learning. Es ist ein Lernen durch Erfahrung. When Jesus taught us how to pray, wenn Jesus uns gelehrt hat, wie wir beten sollen, he also wanted us to have certain attitudes. Dann wünscht er, dass auch wir diese Gewohnheit, diese Eigenschaften haben, um so zu beten. This is a Sitzen Leben. There's a word? No. Sitzen Leben? No? That's not a word in German. This is the background. Das ist der Hintergrund. Ah, okay, Hintergrund. Okay. So this is the background in which we can understand the prayer of Jesus. Also das ist der Hintergrund, auf dem wir das Gebet Jesu verstehen können. The attitudes that are to be within our hearts. Also die Eigenschaften, die ich dazu in meinem Herzen habe. And you know already now the child, we are calling God as our father, that means we are his children, and children depend on their parents. Also wir haben gestern schon gehört, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Gott unseren Vater nennen und Kinder gehören ihren Eltern. Who is the oldest here? Wer ist hier unter uns der Älteste? Father Francis is not here, 94. Anyone above 90? Gibt es jemanden, der über 90 ist? About 80 to 90, anyone? Jemand zwischen 80 und 90? No. No. 80 und 90. Okay, fine. Wonderful. Rita, okay. Okay, 70 to 80 and others. Okay, fine. 80. Okay, wonderful. So, very good. Thank you. So, beginning with you and to the youngest, I don't know who's the youngest here, we're all going to be children. Also beginnen bei den Ältesten bis zu den Jüngsten. Ich weiß nicht, wer der Jüngste ist. Wir alle sind Kinder. And we are children. Wir sind Kinder. And children depend on their parents, on their elders. Kinder sind abhängig von ihren Eltern. And that's why the children call Abba Mama. Und deswegen sagen die Kinder Papa, Mama. Everywhere they will call Papa, Papa, Mama, Mama. Überall sagen die Kinder Papa, Mama. When they find a difficulty, when they face with a problem, when they want to eat, when they want to do anything, immediately the word is Papa, Mama. Wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, wenn ihnen etwas nicht gelingt, wenn ihnen was nicht einfällt, oder immer rufen sie Papa, Mama. This is the attitude that Jesus wants us to have when we pray the Our Father. Und das ist das, was Jesus von uns wünscht als eine Angewohnheit, als eine Eigenschaft, die wir haben sollen, wenn wir das Vaterunser beten. I'm sure you are not convinced. Ich bin sicher, ihr seid da noch nicht, habt diese Gewissheit noch nicht. You're saying this is being childish. Ihr sagt vielleicht, das ist kindisch. Okay, now let me give you a very practical example. Aber ich möchte euch jetzt dafür ein ganz praktisches Beispiel geben. I'm going to take Rita? Margaret. Margaret. I'm going to take Margaret and Carl and Elizabeth and Sahayam to India. Also ich mache mich jetzt auf die Reise und nehme Margaret, Karl, Elisabeth und Sahayam mit nach Indien. Even others also can come. Even Christian can come. All of you are welcome to India. But I'm going to take you to Kerala, to my native town. Also alle anderen können auch mitkommen, auch der Christian. Ich nehme euch mit nach Kerala in meine Geburtsstadt. And I'm going to take you to my village. Und ich bringe euch in mein Dorf. And in my village, no one understands a word of English. Und in meinem Dorf versteht keiner Englisch. And they speak only Malayalam. Wir sprechen in meinem Dorf nur Malayalam. And imagine you are in my house and in my village, and imagine you are thirsty. Und stellt euch vor, ihr seid jetzt in dem Dorf, in meinem Haus, und ihr habt richtig Durst. It is true, you have plenty of euros in your pocket. Und es stimmt, ihr habt genug Geld in eurer Tasche. But my villagers won't accept it because they want Indian rupees. Aber in meinem Dorf helfen eure Euros nichts, weil da braucht man indische Rupees. You said you will buy the water from the shop there. Und dann sagt ihr, ich gehe dorthin in das Geschäft und kaufe mir Wasser. You pick the bottle of water from there. Und ihr nehmt da eine Flasche Wasser aus dem Regal. You offered the euro bill to him. Und dann wollt ihr das mit euren Euros bezahlen. And he said, no, give me Indian rupees. Und dann sagt der Verkäufer, nein, gib mir indische Rupees. What will you do now? Was willst du jetzt tun? You will get back to me, Father Bijoy. Und dann werdet ihr zu mir zurückkommen und sagen, Pater Bijoy, we are thirsty. We want some water. Wir wollen Wasser.
Can you buy some water for us? Kannst du für uns ein bisschen Wasser kaufen? Of course, I will give you water. I will exchange your money with Indian money. All that I will do. Und natürlich werde ich euch Wasser kaufen. Ich werde eure Euros gegen indisches Geld tauschen. Okay. Similarly, you are going to enter into the taxi. Oder ich wollte in ein Taxi steigen. And you want to visit a church or a cathedral or a tourist place. Ihr wollt eine Kirche oder Kathedrale oder einen touristischen Ort besuchen. You have seen it in the internet, where to go. Das habt ihr schon im Internet alles rausgefunden, wo ihr hingehen And you want to communicate to the taxi driver where I want to go. Und ihr wollt es dem Taxifahrer sagen, wo ihr hin wollt. And the taxi man said, speak to me in Malayalam only. Aber der Taxifahrer sagt, ihr müsst schon zu mir in Malayalam sprechen, das andere verstehe ich nicht. Again you will come back to me, Father Bijoy, can you tell to this man in Malayalam these words and these locations where we want to go. Und dann kommt er wieder zu mir zurück und sagt, Pater Bijoy, kannst du diesem Taxifahrer mal in Malayalam sagen, wo wir hingehen wollen? Wir wollen da und dahin. I can go on and on in this way. Und so könnte ich euch Beispiel um Beispiel geben in dieser What is actually happening in this situation? Und was geschieht tatsächlich immer wieder in dieser Situation? Even if you want to drink a glass of water, you will depend on me. Also selbst wenn ihr ein Glas Wasser trinken wollt, seid ihr von mir abhängig. Even if you want to go from one place to the other, you will depend on me. Selbst wenn ihr von einem Ort in einen anderen gehen wollt, seid ihr von mir abhängig. Or you want to do anything else, you will depend on me. Oder wenn ihr irgendwas anderes tun wollt, dann seid ihr von mir abhängig. This is utter dependence. Das ist complete dependence. Vollständige Abhängigkeit. And if by chance I escape from you for 2 hours or 3 hours, und stellt euch vor, ich bin für 2-3 Stunden weg. You will be all in desperation. Dann seid ihr völlig durcheinander. You will not know what to do. Dann wisst ihr nicht mehr, was ihr machen sollt. This kind of dependence is common to children. Und diese Art von Abhängigkeit ist für Kinder ganz normal. It is in their growth process, they depend on their parents and their elders. In ihrem Wachstum, in ihrer Entwicklung ist es ganz normal, dass sie in dieser Art und Weise von den Eltern abhängig sind. Jesus wants us to experience a similar dependence on God. Und Jesus möchte, dass wir diese ganz einfache Abhängigkeit von Gott erfahren. To depend on God for everything. Dass wir abhängig sind von Gott für alles. Not only depend on God for things that are difficult. Nicht nur abhängig sein für Gott für schwierige Dinge. Drinking a glass of water is not a thing that is difficult. Ein Glas Wasser zu trinken ist nichts Schwieriges. But even for that you depended on me in the similar way. Also in dem Beispiel wart ihr selbst von mir abhängig, um nur ein Glas Wasser zu trinken. Even in ordinary things which we can do, we need to depend on God. Also in den ganz normalen Dingen, die wir tun, sind wir von Gott abhängig. This is the attitude that Jesus is inviting us to have. Und das ist eine Eigenschaft, zu der Jesus uns wirklich einlädt, dass wir diese Eigenschaft haben sollen. It is with this dependence we shall say the Our Father. Und mit dieser Abhängigkeit sollen wir sagen, Vater unser. Okay, so we shall do a little practice. We shall rise and we shall say Our Father. Maybe one more step better than what we prayed yesterday. Please, all also of you deswegen rise. Machen wir das jetzt praktisch. Ich bitte euch aufzustehen und wir werden Vater unser beten und vielleicht einen Schritt weiter, ein bisschen besser, als wir es gestern getan haben. And keep in mind, it is the dependence that it is at the basis of this prayer. Und habt in eurem Gedächtnis, dass es wirklich um diese Abhängigkeit als Grundlage geht in diesem Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Please be seated. Nehmt bitte Platz. John chapter 6 verse 63.
Wir nehmen das Johannesevangelium, 6. Kapitel, Vers 63. It is the Spirit that gives life. Es ist der Geist, der das Leben gibt. The flesh is useless. Das Fleisch nützt nichts. The words that I have spoken to you are spirit and life. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. So the words that Jesus gives us is life, and the words that Jesus gives us is full of the Spirit. Also die Worte, die Jesus zu uns spricht, sind Leben und sie sind voller Geist. And the Spirit is the Holy Spirit, which makes us cry, Abba, Father. Und dieser Geist, das ist der Heilige Geist, der in uns ruft, Abba, Vater. Read Romans 8:26. Nehmen wir dazu Römer 8:26. Where Paul says, we do not know how to pray. Da sagt Paulus, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. And therefore he says, we need to depend on the Spirit who will help us to pray. Wir sind auf den Geist angewiesen, der in uns betet. 8:26. Ich war falsch. Ich hatte Korinther aufgeschlagen. Also nehmen wir Römer 8:26. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. And therefore the word of God gives us the Holy Spirit, which will make us say, Abba, Abba, Father. Und das Wort Gottes schenkt uns diesen Heiligen Geist, in dem wir rufen können, Abba, Vater. I'm sure we are getting that connection that to pray well, we need the word of God. Also ich glaube, wir kriegen jetzt die Verbindung, um wirklich gut beten zu können, brauchen wir das Wort Gottes. If the word of God is not nourishing my prayer, daily prayer, wenn das Wort Gottes nicht mein tägliches Gebet nährt, my personal prayer, mein persönliches Gebet, community prayer, das Gebet in der Gemeinschaft, even the Eucharist I attend and I participate, selbst die Eucharistiefeier, an der ich teilnehme, the word of God has to give me that spirit. Dass durch das Wort Gottes muss ich diesen Geist empfangen. The Spirit that will make me call Abba. Der Geist, der mich rufen lässt, Abba. The Spirit that will make me depend on God for everything. Der Geist, der mich von Gott abhängig macht für alles. In Romans 8:15, Paul says, "For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption." And therefore we cry, Abba, Father. It is that very Spirit bearing witness with our own spirit that we are children of God. We already saw this yesterday. Ja, gestern haben wir schon diese Stelle angeschaut in Römer 8:15, wo es heißt, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. I'm sure all of us have our own stories of this dependence on God. Also ich glaube, jeder von uns hat seine eigene Geschichte über diese Abhängigkeit von Gott. Our Blessed Mother sang a beautiful hymn when she depended on God and she said, my soul magnifies the Lord and the Almighty has done wonderful things for me. Und die Mutter Gottes hat, als sie ihre Abhängigkeit zu Gott erkannt hat, hat sie dieses wunderbare Lied gesungen. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Now I'm giving you all a responsibility. Und jetzt gebe ich euch, nehme ich euch in die Verantwortlichkeit hinein. The mic and the video is for you to declare before everyone how, when you depended on God, God did his work. Also es ist jetzt eure Aufgabe zu verkünden und zu sagen hier durchs Mikrofon, wenn ihr wirklich erfahren habt, dass ihr von Gott abhängig seid, und wie habt ihr da erfahren, dass Gott sein Werk in euch tut? When you understood that you are a little child before God, your father,
And when you prayed and when you did whatever was possible, the Lord did the rest. This is the story of dependence. Also diese Geschichte der Abhängigkeit ist die, dass wenn wir wirklich wissen, dass wir wie kleine Kinder vor Gott sind und wir tun unser Bestes und wir erleben, dass Gott das tut, was für uns das Beste ist, dass er die Dinge in die Hand nimmt. Das ist die Geschichte der Abhängigkeit. God is not looking for any perfection in us. Gott schaut nicht auf den Perfektionismus oder auf das Vollkommene, was wir tun. But like the parents who are watching the little child walk. Also so wie die Eltern das kleine Kind anschauen, wie es anfängt zu laufen. The child takes one step and falls. Das Kind macht einen Schritt und dann fällt es. And the father and mother are happy. Und Eltern freuen sich darüber. Because my child is beginning to walk. Weil mein Kind, es fängt an zu laufen. And the next time the child has taken two steps and it falls again. Und dann macht das Kind zwei Schritte und es fällt wieder. And the mother claps her hands in joy. Und die Mutter klatscht in die Hände und freut sich. So falling is not the issue, walking is the issue. Also das Fallen ist nicht schlimm, das wir gehen ist wichtig. So I would like you to begin off, you know, how testify, offer testimonies, how God is helping you to walk when you depended on Him. Also deswegen lade ich euch jetzt ein, wirklich zu erzählen, zu bezeugen, wie Gott euch hilft, wenn ihr anfangt zu gehen in der Abhängigkeit von ihm. And to make the sharing more fruitful, how the word of God gave you that spirit to depend on God. Und um das Ganze noch fruchtbarer zu machen, sagt auch das Wort Gottes dazu, was euch berührt hat, um euch Gott zu unterwerfen, euch von Gott abhängig zu machen. You could be very, very brief, but you can communicate the essence of this dependence on God and the freedom that it gave you. Und ihr könnt es wirklich bekennen und wie ihr so von Gott abhängig seid, aber auch was für eine Freiheit ihr dafür geschenkt bekommt. I'm sure at this moment all would be wondering, no, Father, you carry on, it's too difficult for us to come here. So also ich glaube, jeder von euch denkt jetzt, oh, das ist viel zu schwer für uns, Vater, mach du lieber weiter. So I think I can now only say to my friend here, Sister Sahayam, you begin off, maybe someone else will come later. Und deswegen sage ich jetzt hier zu meiner Nachbarin, zu meiner Freundin Sahia, du fängst jetzt einfach mal an und dann wird gleich jemand anders kommen.